Hallo. Hallöchen. Wir schreiben heute, glaube ich, den 14. Juni. Wenn ich da geht doch total die Immersion für die Leute flöten. Die denken doch, es ist jetzt dann der 17. oder wann die Folge kommt. Oder wie 20. auch immer, genau. Wir sind jetzt wieder bei Uncharted. Wir haben eine neue Session gestartet. Zurück wir sind im Rossi-Anwesen. Im Rossi-Anwesen. Wir bleiben unter dem Motto Entspannung. Aber diesmal sind wir deutlich entspannter und dabei auch sogar noch wach. Ja, und glücklicher, weil Deutschland hat ihr erstes Länderspiel gewonnen. Und ihr zweites auch schon, hoffentlich. Du zerstörst die Immersion. Und ihr zweites vielleicht auch schon. Ach so. Wissen wir ja noch nicht. Genau, wir sind im Rossi-Anwesen und den Rest erzählen wir euch später. Und dann haben wir jetzt nochmal kurz das Regal angefasst. Sehr schön. Hier sind ganz viele Terrakotta-Töpfe, die kann man auch nicht kleinhauen. Wir sind also offensichtlich nicht bei Dark Souls. Und nicht bei God of War. Und nicht bei God of War. Und nicht bei Diablo. Bonduell. Kaputt machen kann. Der gute Bonduell-Mais. Der Gold-Mais. Der gute. Aber nicht der mit diesem, nicht dieser Mexiko-Mais, der ist scheiße mit diesen Paprikastücken drin. Es gibt Mexiko-Mais? Ja, den gibt es auch schon ewig. Das ist Bonduell-Mais, ganz normal diese Packung. Mhm. Aber mit der Gold-Mais, aber mit so ganz ekligen, oh schön. Aber mit so ganz ekligen Paprikastücken drin, so konservierten. Ganz fies, ganz fies. Guck mal, also ein Kelch. Okay. Bronzeschale. Na, das ist eigentlich ein gutes Wodka-Glas. Das ist eigentlich gut. Wir haben gerade schon Wodka gekippt. Wir können später noch einen kippen. Das würde ich gerne machen. Das müssen wir uns mal überlegen. Machen wir mal hier. Guck mal, auf jeden Fall, heute ist ein toller Tag. Die Sonne hat geschienen. Ich stand an der Friedrichstraße. Deshalb, nach einem Schauer, bin rausgegangen, weil ich so viel Zeit hatte und stand an der Spree, hab rausgeguckt und dabei ist das Wasser vom Boden, also sprich der Regen, evaporiert. Aha. Die Frische kam hoch. Und es ist ein toller Tag heute. Ist schön. Ich freue mich. Ja? Ich bin so voller Emotionen. Ich bin so, I'm full of emotions. Ja, das passiert schon mal. Ja, da bestimmt auch. Das sind ja Mafiosis, die haben ja gar keine Emotionen, außer Ehre. Und ja. Ehre ist ja keine Emotion. Keine Ahnung, Wut, Leidenschaft, sowas. Okay, also, Italiener können jetzt auch Leidenschaft haben. Sie haben gestern die Belgier besiegt, 2-0. Ja, ist aber scheiße. Weil ich habe erstens viel mehr mit den Belgiern irgendwie gemein. Ich mag die viel lieber, ich habe da ja auch mal gewohnt. Und zweitens sind die mir viel sympathischer als die dummen Italiener, also die Spieler. So ein De Bruyne finde ich schon sympathischer als die ganzen italienischen Klopse, die da rumlaufen. Und drittens habe ich auf die Facker gewettet, auf die Belgier, und habe viel Punkte verloren beim Tippspiel gestern. Ach so. Ja, die kotzen mich total an. Ich habe nämlich 2-0 für die Belgier getippt und dann haben die 2-0 verloren, die Deppen. Das tut mir leid. Ja. Ja, warum schiebst du das da weg und guckst da nicht in dem Raum, was da ist? Weil er noch was hier wollte von mir und ich es aber verpasst habe. Sprich, hier ist ein Tor. Oh! Du musst in den Raum, weil du da nicht weiterkommst. Wahrscheinlich hat er nur gesagt, guck doch mal, wo du weiterkommst. Aber ich guck doch, suche doch hier noch verlorenen Schätzen, wie zum Beispiel den Goldmais. Der gute Bonduell. Aber guck mal, da liegt überall Wein rum. Vielleicht können wir den ja auch mal noch köpfen. Weil, ich meine, man kann nicht immer nur Wodka trinken, man muss ja auch mal Wein trinken. Nee? Doch, du hast recht. Das ist doch auch, mein Wein ist doch auch was Leckeres. Witzigerweise ist mir auch aufgefallen, wenn man an so Flüssen steht, gerade an der Spree, dann verstärkt das immer die Gefühle, die man eh schon hat. Weil ich habe auch schon oft an der Spree gestanden und war total deprimiert. Also auch halt bei schönem Wetter und so. Das kann sein, aber heute war ein guter Tag. Zumindest für mich. Ja. Aber du hast recht. Also es verstärkt. Was sind eure Momente, wo ihr euch glücklich fühlt oder auch nicht? Es gibt ja immer so Orte und Momente, wo man die dann die eigenen Gefühle verstärken, ja, die man gerade hat. Das macht ja Alkohol eigentlich auch, verstärkt ja auch die eigenen Gefühle. Musik übrigens auch. Musik auch, genau. Außerdem auch hübsch aus jetzt hier mit dem sehr übertrieben leuchtenden Feuerzeug, finde ich. Na, das ist ein schönes Feuerzeug. Aber guck dir mal an, was für eine Reichweite sozusagen das Licht hat, wie stark das ist. Eher die Lumineszenz ist hoch. Ist eher so eine, ja genau, 200 Lumen Taschenlampe, die er da in der Hand hat. Aber schön. Oh, das ist ein Rätsel. Zelda-Schieberätsel, ne? Hier irgendwelche Kisten schieben. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir das. Achso, das muss man hier schieben? Ja, irgendwie schon. Oder wenn nicht sogar ziehen. Das wirkte eher so, als müsste man das schieben. Jetzt schubst doch nicht den armen Sam, der kann auch nichts dafür. Dass du hier so gut gelaunt bist. Das bin ich in der Tat. Ich habe aber immer noch nicht ganz, also wirklich, ich muss jetzt zugeben, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe letzte Folge den Plan nicht ganz verstanden, weil ich habe immer gehört, einer von den dreien sollte hochgehen und irgendwas mit dem Stromkasten machen. Aber die sind doch jetzt im Keller. Ziehen war übrigens richtig. Aber hier geht doch gar keiner hoch, ich verstehe das nicht. Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem erfahren. Wetten, dass Sully von Nadine Ross gefangen genommen wird oder so, oder entführt wird, oder geschlagen wird. Aber es würde ihm gefallen. Ja, ein bisschen. Es ist so geil, wie Nate immer so volles Vertrauen in ihn hat und am Ende geht mit Sully aber doch irgendwie immer alles schief.
So, also er ist nie der Böse, aber entführt oder irgendwie gefangen genommen wird er trotzdem in fast jedem Spiel. Dolch erhängt oder guillotiniert? Guillotiniert. Guillotinieren ist übrigens eine ganz schlimme Todesart, da wird man in so einen Güllebehälter getaucht. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass er mich frikassiert. Hey, du meinst, damit ich wenigstens noch meinen Hunger stillen kann, bevor ganz ich... Ganz genau. Ja, okay, bevor ich dann dran glauben muss. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich habe das Feuerzeug. Das so geil, diese riesen Fässer da überall stehen, die man durch die Gegend schieben kann. Okay, ich glaube, das reicht. Reicht schon, oder? Ja. Ah, ich mag das mit so Lichtspielereien immer. Ich finde es auch geil, ein Spiel. Und es ist... Ein Loch? Ist hier was? Das ist eine Sackgasse. Aber es gibt ein Lüftungssystem anscheinend. Aber wo geht's ja jetzt weiter? Vielleicht kann er ja mit seiner Taschenlampe mal hier reinkommen. Nee, ist dann wenig. Vielleicht können wir auch da auf das Fass irgendwie jetzt raufklettern oder so. Kannst du da mal gucken? Da oben gucken. Oh. Kannst du da irgendwie hochklettern? Ah, siehst du. Der alte Nate, immer am Klettern. Klettern. Als es aussah, was? Und staubiger. Da geht's weiter. Ist ja auch ein sinnvoller Lüftungsschacht, der so Zickzack-Ecken hat. Ja. Das baut doch keinen Mist. Da kann auch die Luft gar nicht durchströmen. Okay, Kellner. Aber Kellner. Das sind ja grundsätzlich erstmal gute Kellner. Die wissen zumindest, wie man vernünftig Essen serviert. Die Frage ist nur, warum ist es wichtig, dass es da viele Kellner gibt? Warum sagt er uns das? Vermutlich, weil wir jetzt in eine Schleichpassage kommen. Weil viel wichtiger wäre für mich, wie viele Wachen es da gibt, ehrlich gesagt. Oh! Da ist nichts. Aber da geht's weiter. Guck, Sam hat was gefunden. Sam ist ein ganz schlauer. Sammy Boy. Da ist der Knopf. Er schiebt da sich nochmal so ein bisschen nach hinten. Ja. Er hat gerade den Moonwalk im Hocken gemacht. Nur ein wirklicher Nathaniel Drake kann das. Der Nathan. Nathaniel. Ist auch Nathaniel ist fast wie Daniel. Ja, bis auf all die Buchstaben und so. Aber ansonsten ist es fast das gleiche. Ist Nathaniel, ist das nicht auch irgendwas biblisches? Ist Daniel irgendwas biblisches? Ich denke schon, ja. Klingt so, ne? Aber ich kenne keinen irgendwie das Buch des Daniel oder so, ich noch nie gehört. Ja, das hab's ja noch nicht geschrieben. Kommt noch, meinst du? Natürlich. Also einer von den Aposteln bist du auf jeden Fall nicht. Guck, hast du dir mal meine Engelslocken angeguckt? Du meinst, dieser Schamhaar hätte ich auf deinem Kopf, oder was? Oh, du bist heute so fies. Liebe Zuschauer, wenn ihr denkt, dass Dennis mich mobbt, schreibt es in die Kommentare. Ich mobs dich höchstens. Du bist gleich mein Mobs. Geil. Hab ich Bock drauf. Nein, ich meine, es war halt einfach ein anstrengender Arbeitstag und kann ja nicht jeder so auf Wolke 7 schweben wie der liebe Nathaniel, Daniel. Nathaniel, Daniel. Aber wir gucken jetzt hier nochmal auf Wolke 7, ob hier irgendwo ein Schatz liegt. In meinem Riech. Irgendwo müssen wir auch weiterkommen. Ach, da kommt. Genau, zum Beispiel da. Aber wir können ja noch hier nochmal uns umschauen. Ich meine, es ist eine riesen Villa voll mit reichen Leuten und so. Die haben doch garantiert überall ihren Goldscheiß verloren und liegen lassen. Ach, guck mal hier. Das schafft er jetzt. Ein unüberwindbares Hindernis. Das war klar, dass das nicht weitergeht an der Stelle. Oh Gott. Ach, Videospiele. Realismus pur. Ne, hier bestimmt die... Ah, die Stange. Die, wie heißt denn das? Abflussleitung. Nee, Rohr. Wasserrohr. Regenrinne. Danke, das war das Wort. Ganz genau. Wir haben doch im Deutschen Wörter für Sie. Wir danken euch, liebe Zuschauer. Danke, dass ihr mir Regenrinne vorgesagt habt. Euch gerade noch einen Facepalm verpasst habe. Du weißt ja nicht, dass das Regenrinne heißt. Nee, weiß ich nicht, weil ich ein bisschen dumm bin. Ist aber eigentlich nicht. Doch. Zu eurer Verteidigung. Guck mal, hast du gesagt? Ja, ich hab's doch gesagt. Der war voll gut versteckt, der Schatz. Der lag mitten auf dem Weg. Aber guck mal, das ist schon einen vergessen. Wenn ja, das war halt beim ganzen Wein rumschieben. Ja, bestimmt. Oh. So, was haben wir jetzt geschafft? Achso, wir sind zu ihm gekommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Wir müssen das erstürmen. Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Damals wollte das Licht ausschalten. Nee, wie Sam meinte, der Funkturm und Nathan meinte, der Mobilfunkmast. Kennt er natürlich nicht. Stimmt. Er war in so irgendeinem scheiß Panama oder was,
war der 20 Jahre oder 15 Jahre. Hat das Handy verpasst. Das Handy verpasst bisher. Also ich meine, klar hat er jetzt bestimmt schon gecheckt, dass es Handys gibt. Der ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen draußen, aber der erkennt halt nicht diese Funkmasten, die überall rumstehen für Handys. Sully, ist ganz geil, eben so als Detail nebenbei so. Voll nett. Sieht's aus? Sully, bist du da? Oh, der wird gerade vernascht. Ich sag doch, die Ross hat ihn jetzt gerade schon... Geht's ihm gut? Also ich wünsche ihm, dass sie jetzt gerade zwischen seinen Beinen irgendwo rumhängt, in irgendeiner Umkleidekabine am Rand der Party. Oder in so einer Abstellkammer. Aber ich befürchte fast, dass sie ihn gerade eine Waffe an den Kopf hält. Ja. In die Küche wollen wir auch immer. Richtig. Aber eigentlich nicht, um den Funkmaster irgendwie oder was auch immer zu manipulieren, Muppi-turnieren. Außer man nicht, dass er uns immer hilft. Das Handy. Können wir die Leiter runterlassen? Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Gut, dass wir wissen, dass es so viele Kellner gibt. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert. Ja. Ist das nicht jedem schon passiert? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Jetzt hat Sam die Klamotten, oder wie? Ja, genau, jetzt ist er Kellner. Okay, ab in den Maschinenraum. Wir können den Strom ausschalten. Denn das ist ja immer noch das mittelfristige Ziel. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sinn. Achso, die Röhrenjeans hat er auch verpasst. Ja, ja. Okay, zurück in den Bauch. Sam, bist du da? Oh, eines der ältesten Tropes überhaupt ist passiert. Der Funk ist abgebrochen. Wir hören uns nicht mehr gegenseitig. Und dann sind wir in 3 Minuten ganz überrascht, was da jetzt alles passiert ist bei den jeweils anderen. Da kommen wir nicht hoch. Nee. Guck mal, da gegenüber, da ist so leitermäßig so ein bisschen. Ne? Hier die Rankenleiter. Ja. Aha. Siehst du bist ein schlaues Büchlein. Nö, du auch. Wir haben mittlerweile einen Blick dafür entwickelt einfach. Konditioniert. Wie diese Spiele funktionieren nach dem. Ich habe ja mittlerweile schon 4 Stück davon gespielt. Und damit springen wir von da rüber nach da rüber. Gucken wir mal, ob da vorne noch jetzt mal hier ein Schatz liegt. Der liegt aber nicht da. Hier liegt nur eine Fliege, beziehungsweise fliegt eine Fliege. Ja, ich schwör mir gerade auf, ich habe schon 4 Uncharted gespielt mit dem PlayStation Portable Uncharted. Oder PlayStation Vita Uncharted war es, ja. Das ist schon eine ganze Menge mittlerweile. Kommt der hier um die Ecke? Nee, will er nicht. Ach. Das war ein bisschen. Kannst du noch ein paar Burpees machen irgendwo? Also einfach, dass er sich mal so ein bisschen. Weiß nicht. Ich glaube, er. Das klappt so nicht. Nee, es geht nicht. Komm, mach einfach weiter. Ich muss jetzt L3 drücken, ne? L3 ist der Knopf. Ist der, genau, reingedrückt. Ach, da. Da Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Wissen die, Ross hört uns jetzt gerade auch zu. Ja, genau. Weil die hat bestimmt den Sully mittlerweile. Und da hat sie uns, dann lauert sie uns da auf. Ja, irgendwie so. Und jetzt kommen wir hier hoch. Ja, jo. Jetzt kann er sich da festhalten. Ist aber schön gemacht. Ja, ich finde auch, es ist nicht so super offensichtlich, so wo man lang muss, sondern schön in die Umgebung eingearbeitet. Oh. Guck mal erstmal nach links. Ah. Da müssen wir, guck mal, da kannst du auch. Wo kommt denn diese Fahnenstange hier? Fast. Das war jetzt aber bitter. Das war wohl das Ende der Fahnenstange für dich. Ha! Scheiße, wer hat denn den Speicherpunkt dahingesetzt? Welche Pussy. Okay. Den finde ich aber gut. Erstmal ein bisschen swingen. Mhm. Swing when you are winning. Und zwar landen wir jetzt da. Oh! Oh. Oh! Nee, die haben immer noch Spaß einfach. Durchgekommen sein. Sind wir nicht. Nein, wir hatten 1 Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren. Die Story ist geil, oder? Oh. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Ja. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein. Eher im Ruhestand. Ja, das letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet.
Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Bam! Oh, Rafe! Der Alte, der ist auch nicht gealtert, oder? Nee. Verdammt, ich finde, der sah schon genauso aus vor 15 Jahren. Wie lange ist das her? 10 Jahre? Aber ich habe das 12, blöde Gefühl. 15. Die arbeiten doch zusammen, oder? Nach so vielen die Ross und der Rafe. Und, der Alcazar. Ist das so? Stimmt. Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Der ist doch aber nicht aus Zufall hier. Der weiß doch von diesem, der möchte das Kreuz. Im Kreuz, ja. Das hat er doch mitbekommen. Ich gegen ihn biete. Das interessiert ihn doch schon seit 15 Jahren, ne? Seit der Geschichte damals. Hm? Ja, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Hm. Vielleicht war ich das ja. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Oh. Ah. Ja, habe ich ja gesagt, die arbeiten zusammen. Klar. Tja, sie hat die Söldnerarmee und er ist der reiche Schnösel. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ich verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix auf dem Kopf. Das wollen sie alle haben. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Oh. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Temperamentvoller Bursche. Ja, er hat seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Nee. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Aber ich finde, Sully ist auch so schön animiert. Ist geil, oder? Ja. So richtig sympathisch, menschlich, man weiß sofort. Verdammt, Junge, wo zum Teufel kriegst du? Alter Haudegen. Ich denke, ja, aber wir warten noch kurz ab. Ja. Komm, bist du dran. Das lösen wir noch auf hier. Was hier. Oh, das Hemdchen ist jetzt, hat jetzt ein bisschen, ist ein bisschen mit Leidenschaft gezogen. Ich schaff das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, aber erst in der nächsten Folge, denn jetzt übergebe ich an Dennis. Übergibst du dich, ja? Ich hab an, nicht auf. In diesem Sinne, tschüss. Wir hören uns bald. Tschüss.